Moin moin ihr Lieben, hier ist euer Micha und es geht weiter. Ja, der 37. Part von der VfL Osnabrück Karriere. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, lasst dem ganzen Kanal ein Abo da. Und sonst wäre ich auch froh über einen Daumen. Und jetzt würde ich sagen, rein ins Spiel gegen Heidenheim. Und der April, der muss besser werden. Ich zeige es euch warum. Der Kalender, der lügt nicht. Der Kalender sagt, im März 1-0 Sieg gegen Sandhausen. 1-1 gegen Dresden, 2-2 gegen Hannover und wir hatten das Spiel 1-1 gegen Darmstadt. Und wie war das im Februar nochmal? 2-0 Sieg, 4-0 Sieg, 1-1 und 1-1. Also, der April, der muss jetzt einfach mal siegreicher werden. Gegen wen spielen wir überhaupt im April? Heidenheim, Wien, Wiesbaden, Fortuna, Arminia und Preußen, Münster. Alles machbare Gegner, sage ich jetzt mal für uns. Und dann würde ich sagen, wir gehen jetzt rein ins Spiel. Bis gleich auf dem Rasen. Und da sind wir im Stadion. Heidenheim gegen VfL Osnabrück. Ja, die letzten Spiele waren doch eher schlechter als recht. Aber gegen Hannover war es ja ein gefühlter Sieg. Das war ein gefühlter Sieg nach einer 2-0 Rückstand, noch ein 2-2. Und das in buchstäblich letzter Sekunde. Und jetzt geht's rein gegen Heidenheim. Jetzt kommen erstmal, sage ich mal, von der Tabelle her machbarere Aufgaben. Und da bin ich mal gespannt, ob das sich auch widerspiegelt im Spiel. Aber wir sind schon mal da. Wir sind noch nicht da. Schade. Flanke kommt einfach nicht an. Jetzt ja, kein Konter fahren. Groß. Oh, verliert den Ball da unnötig. Super gemacht von Löwen. Erstmal das Spiel hier beruhigt. 20. Minute. Heidenheim ist im Strafraum. Heidenheim ist im Strafraum. Macht das 1-0. Wir hören genau da auf, wo wir im wir fangen genau da an, wo wir im März aufgehört haben. Ja, Mann. Schlampig in der Abwehr. Das heißt, wir müssen vorne wieder mehr Tore schießen. Und das klappt auch nicht immer in letzter Zeit. Oh, das ist echt brutal, was wir zurzeit hier grottenschlecht spielen. Die Abwehr hat so lange stark durchgehalten. Ich glaube, die ganze dritte Liga und die Hälfte der zweiten Liga. Und jetzt fängt sie an, Blödsinn zu machen. Einfach nicht mehr da zu stehen, wo Spieler sind. Hier drüben ist einer auf zwei aufgeteilt. Wie soll der das machen? Dann ist man im Strafraum und Sorba kann das Ganze retten. Jetzt gibt es Eckball Heidenheim. Jetzt nicht noch ein Gegentor fangen. Bloß nicht. Alles klar. Gersbeck hat den Ball. Heidenheim ist wieder im Strafraum und Heidenheim trifft das zweite Mal. Es kann nicht wahr sein. Was sollen wir denn noch machen? Was sollen wir machen? Ist das echt das Ende von VfL Osnabrück bei uns? Ist das wirklich so das Ende? Möchten uns die Spieler sagen, wir sollen hier nicht mehr trainieren? Wir sollen den Verein wechseln? Oder was wollen wir uns mit so einer Leistung bitte schön sagen? Mit einem 2-0 geht es in die Halbzeit leider in Rückstand. So ist es. Wir können es nicht ändern. Ich habe keine Ahnung. Ich spiele so wie immer. Das kann ja nicht sein, dass ich einmal 4-5-0 gewinne und das andere Mal verliere ich echt jedes Spiel. Es ist einfach, ja, unsere Mannschaft ist durch. Am Ende der Saison sind die, glaube ich, einfach durch. Nicht was Konditionen angeht, aber einfach so vom Spielerischen her. Die können einfach nicht keine Schippe mehr oben drauf legen und dann geht es, wenn man einmal im Strudel ist, bergab, dann wird es hier wahrscheinlich auch weiterhin so fortgesetzt werden. Rote Karte. Auch das noch obendrauf. Tja. 56. Minute. Einmal Unterzahl. Yo, das. Ich sehe noch nicht mal einen Ball. Ach du meine Güte. Puh. Einmal Unterzahl. 2-0 aufholen. Das ist jetzt unser Kampf. Den wollen wir jetzt annehmen. Und ja. Das könnten wir versuchen. Heidenheim im Strafraum, fast das 3-0, aber Gersbeck kann halten. Also guckt euch das mal an. Wir spielen mal hier eine ganze Dings durch. Hier ist der Ball weg. Und jetzt geht das Ganze Retoure. Kein Abwehrspieler ist irgendwo da. Oh, Vorzeigeeffekt. Vorzeigeeffekt, der Abwehrspieler war ja doch da. Ajay mit dem 2-1 in der 64. Minute und das in Unterzahl. Hier sehen wir mal einen katastrophalen Fehler der Heidenheimer
und dann geht es nach vorne. Nächster katastrophaler Fehler, der Heidenheimer. Jetzt Ajay. Ajay, das gibt es nicht. Das 2:2 innerhalb von 3 Minuten. Ich habe doch gesagt, wir nehmen den Kampf an. Wir nehmen den Kampf an. Wir geben hier nicht kampflos auf. Meine Güte, super Kameraeinstellung, FIFA. Wunderschöne Kameraeinstellung. Ah, jetzt sehen wir auf jeden Fall den Schuss. Aber ich wollte euch eigentlich den Fehler zeigen. Aber jetzt sehen wir hier nochmal, wie schön Ajay. Naja. Ich zeige euch das nochmal. Jetzt lasst mal Profi anlegen. Hier. Hier hat Heidenheim den Ball. Hier ist der katastrophale Fehler. Dann Schreck gleich mit dem Pass auf Ajay. Und Ajay, was macht Ajay? Das war viel zu schnell. Ajay nagelt ihn in den Winkel oben rein. 2:2, 66. Minute. Wow. Schreck auf Außen, auf Alvarez. Alvarez chippt den Ball rein. Große Verteidigungsprobleme und der Ball ist nicht drin. Schade. Wir sind schon wieder im Angriff. Wir sind schon wieder im Angriff. Heidenheim zerlegt sich gerade ein bisschen selber. Viele, viele Fehlpässe da hinten. Und haben einfach noch das Glück, dass wir das echt nicht nutzen können. Aber nicht, weil wir zu schlampig spielen, sondern weil es passt einfach noch nicht ganz. Und jetzt der Ball. Kate mit der Rettungsaktion. Meine Güte, meine Güte. Was macht jetzt Heidenheim? Heidenheim ist sichtlich angeschlagen von dem 2:2. Das kann man merken. Aber Heidenheim kommt nochmal. Heidenheim könnte jetzt abschließen. Heidenheim kann abschließen. Pfosten, wir haben Glück. Wir haben Glück. Gersbeck hält den Ball. Wir haben Glück in der 84. Minute, dass Heidenheim da nicht trifft, sondern nur den Pfosten. Aber jetzt, was können wir nochmal machen? Was können wir nochmal drauflegen? Ajay, das ist schön gespielt und das ist schlecht abgeschlossen. Alvarez mit der Chance in der 91. Minute. Eieiei, nicht schon wieder ein Unentschieden. Komm, wir holen hier doch 3 Punkte. Das ist doch unmachbar. Nein, das ist nicht mehr machbar. Der Schiri pfeift ab. Oh, das wäre es gewesen. Nach einem 2:0 Rückstand haben wir mal wieder einen 2:2 geholt. Das ist jetzt ja mal nichts Neues, nur dass jetzt diesmal eine rote Karte dabei war. Das heißt, der Spieler fehlt uns auch im nächsten Spiel. Ja, und dann gucken wir mal, wie es im nächsten Spiel denn überhaupt ausgeht. Hier gegen Wien Wiesbaden. Ja, ich bin mal so zwiegespalten. Vielleicht können wir unsere Jungs ja einfach mal auch motivieren, wieder besser zu spielen. Ja, dass der Spieler gesperrt ist, das wissen wir doch selber. Leute, ihr könnt es sehen, wenn wir jetzt gegen Wien Wiesbaden gewinnen, wären wir Zweiter. Und wenn Nürnberg auch gewinnt, dann wäre Hannover nur noch Vierter. Die könnten sogar noch Fünfter werden, wenn Fürth eine bessere Tordifferenz hat. Also das ist hier, was ist denn, das ist Kampf. Leute, das ist Kampf. Und ich würde sagen, rein ins Spiel. Wir sehen uns jetzt gegen Wien Wiesbaden. Anpfiff im Spiel gegen Wien Wiesbaden. Und ich möchte jetzt nach 2 Spielen nicht einmal mehr 1:0 zurückliegen. Ich will mal wieder, dass wir zu 0 spielen. Ganz ehrlich. Ich habe keine Lust, wieder einen 2:0 Rückstand auch einen 1:0 Rückstand hinterher zu rennen. Leute, ich will einfach mal wieder führen. Und da kommt, ja, Wien Wiesbaden schon das erste Mal. Und das hätte auch anders ausgehen können. Also die Abwehr, ich weiß nicht. Ich muss mal in den Einstellungen gucken, ob sich da irgendwas Gravierendes geändert hat. Aber das kann ja nicht so angehen. Die stehen einfach nicht mehr bei den Männern. Die stehen irgendwo, nur nicht bei den Männern. Ajay, warum spielst du denn nicht den Ball in die Mitte? Hallo. Aber wir kriegen Einwurf. Einwurf in der 15. Minute. Sehr gute Position. Würde ich jetzt bei PES sagen. Ob bei FIFA ist das nicht immer so der Fall. Denn Flanken bringen nicht allzu viel. Aber wir sind am Ball. Da kommt die Flanke und Aitor. Aber der Ball ist oben drüber. Heidenheim im Strafraum. Wir liegen wieder mal 1:0 hinten. Es kotzt mich an. Echt. Jetzt muss ich hier auch mal Wörter benutzen, die ich sonst eigentlich nicht benutzen möchte. Und ich muss mich unbedingt wieder drunter fahren. Aber das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder liegen wir 1:0 hinten. Und warum? Weil keiner bei den Männern ist. Die können da hinpassen, wo sie wollen. Da steht einfach niemand.
So wie hier zum Beispiel. Aber die machen es geschickt, die stellen uns ins Abseits und dann ist die Chance wieder dahin. Mann, ärgerlich. Wir kommen über außen, 30. Minute. Der Ball auf dem zweiten Pfosten und Quadvo kriegt den Ball nicht rein. Da regst du dich zu Recht auf. Wenn ich könnte, würde ich euch alle entlassen. Echt. Ihr würdet kein Gehalt mehr kriegen. Meine Güte. Wenn ich so schlechte Arbeit bei meinem Arbeitgeber ableisten würde, ich wäre gefeuert. Ganz ehrlich. Da seht ihr es mal. Das darf doch nicht wahr sein. Schon wieder so ein blöder Fehler, Mann. 2-0 Wien Wiesbaden. Echt. Hier, da haben wir schon den Ball. Dann läuft er in den Spieler rein. Das darf doch nicht wahr sein. So langsam fehlt mir auch der Mut, jetzt wieder zu sagen, oh, wir machen jetzt eine Startkampagne von wegen, wir holen einen 2-0 Rückstand auf. Irgendwann schaffe ich es auch nicht mehr. Ganz einfach, das zieht echt an Motivation. Dieses ständige 2-0 hinten liegen. Die fangen erst echt an, Fußball zu spielen, wenn es hier 2-0 steht. Ganz ehrlich. Oh. Wien Wiesbaden ist wieder kein Mensch beim Spieler. Der kann da durchgehen. Der kann da sowas von durchgehen. Da ist auch wieder keiner. Dass der Ball nicht drin ist, ist ein Weltwunder. Wir liegen hier fast 3-0 hinten. Oh, 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 oh. Ich dachte, vor der Halbzeit kriegen wir vielleicht noch ein Tor hin. Aber wir kriegen gar keins hin. Ja, das heißt wieder Halbzeit 2. Wir müssen aufholen. Wie so oft, wie so oft. Halbzeit 2 startet. Bergmann am Ball. Unser Hoffnungsträger, muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein 16-jähriger Abwehrspieler, der da hinten den Laden irgendwie mal dicht halten soll. Das kann ja echt nicht wahr sein. Ajay auf Quadvo. Quadvo, setz dich da mal durch, Mann. Du hast einen Körper. Oh, ich mag keinen Zweikampf. Nö, da falle ich lieber hin. Pires Rodriguez sieht ihn in der Mitte und was macht der denn? Warum fällt er einfach hin? Meint er, kriegt so einen Elfmeter oder was? Und jetzt setzt ihn da mal unter Druck. Wunderschön, 62. Minute. Zumindest mal Einwurf. Komm, und jetzt nach vorne, Leute. Flanke, und da steht es durch Quadro. 1-2. Meine Güte, gut, dass du noch auf dem Platz stehst. Ich war schon echt zufrieden, hier am Überleben, ob ich dich raus... Auswechsel, ich wollte schon rausschmeißen sagen. Aber diesmal die Flanke optimal. Da hinten ist Quadvo alleine, 2-1. Pires Rodriguez auf Ajay, der kommt nicht an den Ball. Ha, 70. Minute, wir sind nach dem 2-1 wieder im Spiel. Zumindest was ein Unentschieden angeht, aber was anderes kennen wir ja zurzeit nicht. Dass wir echt noch Tabellendritter sind, das ist ein Weltwunder. Und jetzt... Kommt Ajay am Ball. Ajay mit dem Schuss. Ajay macht es selber in der Mitte. Ist Sorba ein Innenverteidiger der 83. Minute. Und er steht mal wieder zum dritten Mal hintereinander. 2-2. Zweimal ohne Rodegarde, einmal mit Rodegarde. Egal wie. Er steht zum dritten Mal hintereinander. 2-2. Was ist bitteschön hier los? Heidenheim kommt nochmal. Heidenheim ist im Strafraum gewesen. Was können wir jetzt draus machen? Ein Konter fahren? Ne, wir können keinen Konter fahren. Aber Heidenheim ist nochmal da. Heidenheim kommt da zu leicht durch. Wir haben den Ball. Wir haben nochmal die Chance. Kommt, Leute, wir haben nochmal die Chance. Gleich ist 90. Minute. 2 Minuten Nachspielzeit. Die müssen wir jetzt schlau einsetzen. Leute, nach vorne. Ich habe auf totalen Angriff. Und ihr steht da hinten rum, Mann. Ihr seid solche... Wir sind bei jedem 2-2 natürlich aus dem 2-0-Rückstand wieder nach vorne gekommen. Aber warum kriegen wir erst 2 Gegentore? Und warum, wenn ich auf vollen Angriff, auf totalen Angriff stelle, warum kommt kein Spieler in der 90. Minute nach vorne? Warum nicht? Was will ich mit dem 2-2? 3-2 wäre besser gewesen. Wir waren ja am Ball. Oh, ärgerlich. Ja, und da ist es passiert. Alle anderen haben schon gespielt. Wir sind jetzt nur noch Fünfter. Ich sage ja, wir werden mittlerweile so durchgereicht. Gegen Fortuna geht es also das nächste Mal ran. Und der April ist nicht allzu viel besser geworden, als er eigentlich sollte. Fortuna und Arminia warten noch. Ich tippe mal auf ein 2-2, auf ein 2-2, auf ein 2-2. Also ich kann ja mal durchrechnen, wie viele Punkte wir noch kriegen.
Absteigen dürfen wir wohl nicht mehr. Aber so ist es ja echt. Also ich möchte mich auch nochmal entschuldigen für alle, die das hier auch noch gucken. Normalerweise bin ich nicht so der laute Typ, aber wenn du dreimal in Folge 2-0 zurückgehst und du meinst, das Spiel hätte was gegen dich, dann ist das einfach nur so ärgerlich. Ich werde mich mäßigen, dass es beim nächsten Mal wieder ein bisschen ruhiger zugeht. Das hat natürlich auch was mit dem Ergebnis zu tun. Bei 5-0 bin ich natürlich ruhiger als bei 2-2. Aber es waren nichtsdestotrotz, waren trotzdem eine schöne Folge. Wir haben zweimal in 2-0 schon aufgeholt, das muss man auch erstmal schaffen. Dann würde ich sagen, haut rein, man sieht sich, ciao und tschüss. Das Abo, den Abo nicht vergessen. Bitte Abo. Danke. Bye bye.